Alter Person, wie wolltest du dich denn immer nach unten und warten? Das lasse ich drin. Versuch Nummer 2. Block Nummer 40. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wusste gar nicht, dass das schon das Intro ist hier. Ich komme hier aus dem Fahrstuhl und habe eigentlich was anderes vor. Was hast du denn vor? Wenn du mal hierher kommst und fühlst mal da rauf, könnte man vielleicht ja ahnen, was es ist. Steht zwar auf dem Kopf, aber wird nicht falsch rum. Ja? Ich weiß, was da steht. Und jetzt fahren wir damit weg. Ja, was das ist, ist ja eigentlich noch eine kleine Überraschung. Und was das ist, sehen wir bestimmt irgendwann in einem anderen Video. Nicht in diesem, in einem anderen. Dann noch viel Spaß mit diesem Vlog. Genau, so ist es. Du kannst die Leute nicht so erschrecken, Mara. Das weiß keiner, dass du was im Dix machst. Aber der ist ganz schön erschrocken eben. Ja, der war kein Fleisch. Oh, hab ich was erfasst? Nee, aber sie hat halt, ist jemand hochgekommen und dann hat sie kurz und ist halt schnell auf mich zugelaufen, was Hallo sagen. Er ist halt sauer erschrocken, ist so schräg auf die Seite und sie hat ja gar nichts mehr, ist vorm Stück geblieben. Und aber er ist natürlich erstmal erschrocken. Wenn nicht, musst du an die Leine, wenn das nicht mehr geht. Solange du hier pubertierendes Monster spielst. Siehst du, und jetzt hast du Angst, wenn der Ramon was vom Bord aufgeht. Was? Ja, ist ein Schrock. Komm hoch. Komm her. Tanze. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba, egal. Und jetzt beiß ich mit dir. Beiß zurück. Deine Boss, die wir messen. Was schleppst du uns hier wieder für Müll an? Ich habe euch ein Regal. Ja, Quatsch bringt Pokémon-Regal. Ah ja, stimmt. Das ist, warum bekommt ihr Pokémon-Regale? Also tatsächlich baust du oben, stellst dahin, wo der Tisch ist und macht die Top-Trainer-Box. Ah ja, eben. Ja, wir hatten schon mal sowas und dann haben wir es aber wieder... Eine Ding haben wir doch fortgeschmissen. Genau, das ist was. Unser glänzendes Schicksal-Ding ins Kirchen. Ja, wir das haben das halt ich absolut aber keinen Platz dafür. Das ist ganz easy. Also du solltest bitte hin bei uns im Laden. Keine Ahnung. Also einmal aufbauen bitte. Ja, dankeschön an den GameStop für die kleine Spende. Gerne. Ich hoffe, da ist eine Anleitung dabei oder so. Anleitung? Ja, die ist nett, sehr schon mal, wo ich das also, Ding gebaut habe. Baust du, baust du dein Lego auch nach Anleitung auf? Tatsächlich ja. Ja, ich auch, aber das ist das Einzige, glaube ich. Ja. Ansonsten. Ich kann sowas halt gar nicht, deswegen. Also so. Abonnieren! Oh, ich glaube, das ist gar nicht sehr... Sie alles, das passt schon. Weißt du, direkt, also, weißt du, direkt, direkt, weißt du, direkt richtig so, richtig Ewa. So, wollen wir dann gleich mal sehen, wie das Ding aufgebaut aussieht. Ja, mach mal. Ich bin wieder auf die Arbeit. Kein Bock. Ciao. Ciao. Macht's gut. Sehen Sie uns bald wieder. Viel Spaß, ja. Viel Spaß mit dem Bis zum nächsten Mal. Sag's, ist gut angekommen. Ja, Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag, wenn der GameStop mal wieder keinen Bock auf seine Ware hat. Oder seine Schränke. Wir geben sie zum Battle Bear. Das ist besser wie eine Müllschmalz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht. So. Ich wollte so, Nadine, wenn du sowieso die ganze Zeit dumm bist, willst du vielleicht mal fragen, ob unbezahlt Karte sortieren kannst? Kannst du die ganze Sache hier hinsetzen? Nein, nicht unbezahlt. Bevor die Nadine das macht, kannst du das auch mal machen.
du die Schmutte dran versuchen. Genau. Ich muss Bach machen und dann muss ich. Und dann muss ich. Warte, wie war das? Ich muss ins Klo, dann muss ich mal gucken, ob ich heute eigentlich was zu schaffen habe. Oder da ist gut, der nächste Kunde, mit dem ich. Ah, hey, ich muss mal E-Mails checken. Ja. Weil der Dominik und ich, wir haben bewiesen, dass wir sowas kennen anhand von hier, ja. Und ich habe eh schon einiges hier im Lager aufgebaut. Unter anderem habe ich auch die Kleiderstände hier aufgebaut, wollte ich nur erwähnt haben. Der Michael ist im Urlaub. Leider. Also nur zur Info, es ist 11.22 Uhr, der Daniel checkt mal seine Mails, was er machen soll, wenn der Rechner A geht an sich. Ich check jede Stunde meine Mails. Ja, ja. Hat der Herr es geschafft? Easy. Also das war doch nix. Ja. Wow. So, Kinderarbeit. Frag dich nur noch, wie lange das Ding da stehen bleiben darf. Wege. Wurde nicht abgesägt, wir haben es einfach gemacht. Ach so. Ist aber mehr Platz jetzt als vorher mit dem kleinen Tisch. Finde ich, das auch eine schönere Lösung. Gibt es jetzt wieder Fluppels? Liebe Blubbels. Ich denke, die Kunden soll ich nicht filmen, oder? Nee, nicht unbedingt. Muss ich nicht direkt drauf halten. Auch immer da, ein Einzelner. Fantastisch. Ja. Ja. Wenn das jetzt rauskommt, dann lief der Special Vlog ja schon. Und was sagst du zur zweiten Video, die wir hatten? Was für eine zweite? Wie? Die Regio, wo wir jetzt hatten. Ist an dir vorbeigezogen. Du, ich war so K.O. Das glaube ich dir. So, Regional wolltest du wissen? Genau. Ich war ja dann am Abend doch noch recht müde. Hat man gemerkt. Und am nächsten Tag ging gar nichts. Aber ja, war mega geil. 200 Spieler im Laden. Waren es glatt 200 diesmal? Es waren genau glatt 200. Ganz genau. Maschallah. Nächstes Mal wieder Rekord brechen. Genau, also wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, es waren halt ein paar, die Last Minute abgesagt haben. Da wird natürlich immer mal einer krank oder klar, kann nicht, wird verhindert, irgendwas in der Familie. Ist ja völlig normal, ist auch völlig in Ordnung. Und ja, war ein mega Event. Lief eigentlich recht geschmeidig auch. Wir sind gut durchgekommen, alle hatten Spaß, gab viel positives Feedback. Ihr konntet guten Content drehen. Das stimmt. Die Leute fragen, wann kommt das Video, wann kommt das Video, wann kommt das Video, wann kommt das Video, wann kommt das Video. Ja, nee, also war mega geil. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Arbeit es dann am Montag war, das alles nochmal aufzuräumen, weil als wir am Sonntagabend gegangen sind, war schon noch ein bisschen was zu tun. Aber das ist der Vorteil, wenn man dann montags nicht kommt. Dann nicht. Am Dienstag war dann alles wieder in Ordnung. Ja, nee, es war mega geil. Hat richtig Spaß gemacht. Judges waren auch wieder super. Alles cool. Noch direkt jetzt Zeit fürs nächste Event. Ja, da soll ja was sein. Ne? So eine Tattoo mit bunten Farben. Verkaufsoffener Sonntag ist ja auch am Sonntag. Stimmt. Der je nachdem, wie lange wir am Sonntag aufhaben und da sind, könnt ihr das Video hier im Laden sogar live sehen. Genau. Wenn es abgeloadet wird. Genau, also offiziell haben wir ja sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das sind die offiziellen Einzelhandelszeiten. Wenn wir natürlich Events haben, ist ja kein Einzelhandel. Der ist davon nicht betroffen, aber das. Und dann Sonntag in 8 Tagen ist unser Springfest. Mhm. Da geht ja Schlag auf Schlag hier, ne? Badum, tsch. Ja. Ja, kommt vorbei, schaut rein. Achso, noch was. Abonniert, kommentiert, liked, teilt. Daumen runter ist auch okay. Aber interagiert mit uns. Das findet YouTube gut. Wir brauchen YouTube-Power. Hilft uns. Aaron. Ich hasse meinen Postboten. Okay. Das war jetzt random. Oh, nee, oder? Ich muss wieder an die Uni fahren. Ernsthaft? Ja. Hat er nicht geklingelt? Also, nicht nur, dass es genau gegenüber von meinem Haus eine Tankstelle gibt, in der eine DHL-Station ist. Unten am Lidl ist ein Postfach, ja, wo also Paketstation, wo wir auch abgeben können. Nein, der fährt jetzt an die Uni. An den D-Sportplatz. Also das ist mitten an der Uni.
ich weiß nicht, was der für eine Tour hat, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Willst du dem eine Nachricht? Weil der gerade nochmal an mir vorbeigefahren ist. Ernsthaft? Ja. Und ich bin dem nachgefahren und habe gefragt, ob er mir das Päckchen nicht geben kann. Nö, muss ich mir morgen abholen. Ernsthaft? Oh mein Gott. Was ist das? Willst du ihm eine Nachricht hinterlassen? Ja, also bei mir hat es der eine auch mal gemacht. Ausweis gezeigt, sagt, ja, eigentlich machen wir das nicht mehr. Aber was soll ich machen? Also soll ich jetzt noch 3 Tage warten und dann da hinfahren müssen oder was? Das ist ein Schwachsinn. Nö, macht er das. Ich habe einen Ausweis dabei. Ich kann mich ausweisen. Da steht mein Name drauf. Nö. Ja, Mann. Was ist denn jetzt passiert? Sind die Dinger umgefallen? Von den paar Boxen, die er da unten steht. Das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ich bin mal gespannt, wann ich bitte, das darf sich einfach nicht weiter interpretieren. Das nervt mich so sehr, dieses auch. Ach, Gott. Ich hätte es jetzt nicht laut sagen dürfen. Ich sehe den Daddy bestimmt von hier schon grinsen, oder? Da hat er hier steht eine Kamera im Weg. Ich sehe es grinsen nicht. Ach, Aaron. Ja, jetzt geht's los. Willkommen, Alkenein und Ach, Aaron. Der Nayat und der Ach, Aaron. Daddy ist rare. Der Nayat und der Aaron. Apropos rare. Wir müssen noch bisschen dein Win filmen. Das hast du gerade gecuttet. Da habe ich es nämlich gerade im YouTube-Video ganz krass ausgenutzt. Echt? Habe ich da, Daniel, wenn ich du wäre, würde ich mir ab jetzt die Buste aufmachen. Wie geil. Dann habe ich so hingehockt. Nee. Nee. Und habe ich so hingehockt und der Daniel musste mir dann die Buste aufmachen. Können wir ja mal versuchen. Komm, komm, Moment, ich habe eine gute Idee. Daniel, wenn ich du wäre, würde ich jetzt versuchen, alle 150 Pokémon auf die Szene, die erste. Haben wir im Moment Zeit. Also, in Reihe oder? Klar, in Reihe. Warte, ich hol mir Handy und mach mir... Für YouTube oder so? Ja, ja, mhm. Ja. Fang mal an, Nummer 1. Nummer 1 ist Bisasam, Bisasknosp, Bisasflor. Nummer 4 ist Glumanda, Glutex und Glurak. Sechs, Nummer ja. 7 ist Shiggy, Shillock, Turtok. Gut. Raupi, Safkon, Smetbo. Aha. Hornli. Gonia und Tragoran. Und die 150 ist? The one and only! Meftu und Mew. 151? So, 151 ist Mew, 152 ist Endivia, 153 ist Loblad, 154 ist Meganja. Komm, ich gebe auf. Kanemani. Sicher hast du doch geschafft, halt. Mit ein bisschen Unterstützung, aber. Maschallah. Tyrakrok, Impergator. Hallo? Ja oder nein? Was? Kann ich schon machen. Okay. Alles gut. Kannst du gern Baby filmen? Du? Hallo. Kurz, möchte ich präsentieren, ne? Das originale Baby aus Ice Age. Ice Age Baby. Jessica. Zelda. Oh, original Baby aus Ice Age. Heißt nur Zelda. Komisch, ne? Dann immer. So, Kind. Machst du jetzt Magic Ball, wie man Karten sortiert. So, also Kind, pass mal auf. Wir müssen jetzt halt, Desto ist ein hässliches Bisasam. Das ist das Starter, was du nicht wählst. Okay? Okay. So, und dann haben wir noch Desto. Absoluter Quatsch. Es gibt nur eine Option, was Starter betreffend, das ist Glumanda. Absoluter Quatsch. Und das so ist okay. Ist Quatsch. Nette Wasser, Salzwasser wie Träne. Ist Quatsch. Aber Wasser hat er so schon, ne? Wie geht's dir? Das ist okay. Ja. Du musst nicht so wie der Onkel Danny war. Und immer sagen, es gibt mir ein Feuer. Kämpfer machen. Kämpfer.
Sakura halt. Musst du dich jetzt nicht diskutieren? Das ist wie beim bei der Hauswahl von ja, ich find's aber lustig. Wir haben ja alles Hocke, ne? Sklurak, wenn du für deine Karte 20.000 Millionen Euro ausgeben willst. Das Turtok. Wenn du ein bisschen weniger ausgeben willst, trotzdem sei cool willst. Und das Bisa Sam. Das Karte pickt. Geh. Dominik, ich finde es immer sehr merkwürdig, wenn du so absolut krass auf diesen Bildschirm guckst. Ich muss doch gucken, dass du im Fokus bist. Bin ich im Spotlight? Ja. Sieht man mich? Sehr schön. Aber somit endet der Vlog für diese Woche. Vlog 39 geht vorbei. Nein, Vlog 40. Was? Cut! Vlog 40 geht vorbei. Es war wieder eine wunderschöne Woche. Viel Arbeit diese Woche. Vor allem für den Doppel-Dick. Es gab den Special Vlog zu Yu-Gi-Oh! Der Michael hat sich hochgetradet. Wir haben Battle of the Boxes zurückgebracht. Wir haben ganz viele andere Sachen noch gemacht. Und ja, wir wünschen euch allen einen wunderschönen Sonntagabend. Macht's gut, ne? Und Michael, nur für dich. Nudeln kann man essen warm, Nudeln kann man essen kalt. Eine Nudel, die stärkt, eine Nudel, die kräftigt. Ende. Öfters hört er es nicht mehr. Ab nächste Woche ist Michael wieder da. Und geklaut hast du trotzdem, ne? Ehre gehen raus an die Ludolfs. Der war die erste, ne? Weil eine Nudel kalt und warm und Picknick und wandert immer. Und ja, ihr wisst Bescheid. Dem Sinne.